Jetzt schicke an den So, und ja, damit steht auch, ja, habt ihr gehört, erstmal herzlich willkommen zurück zu Boxenstopp. Das ist natürlich ein super Anfang schon mal für die Folge. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Boxenstopp, Folge 6 müsste es, glaube ich, mittlerweile sein. Wir befinden uns hier an der Zapfsäule, ja, Boxenstopp typisch. Der liebe Herr Bananenbrot ist auch wieder am Start. Hallo, ihr Lieben. Der Hallo. Liebe René ist mit am Start. Hallöchen. Und der Hardstyler ist auch mit dabei. Ja, hallo. Ja, ein viertes Mitglied. Wir haben uns gedacht, nein, nicht eins, nicht zwei, nicht drei, nein, vier zum Diskutieren ist am besten. Und wir fahren jetzt direkt los zum nächsten Wegpunkt und wir haben ein paar Themen für euch. Wir fangen jetzt einfach mal an, ich würde sagen, mit Patches, oder? Hatten wir, glaube ich, gesagt bekommen im Stream. Ja. So, dann würde ich sagen, geht's los, oder? Ja. Wo ist denn der nächste Punkt? Patches, ne? Jo, Patches. Was wird denn in nächster Zeit... Also, ich muss sagen, der Patch, auf den ich mich jetzt am meisten freue, ist der neue The Witcher Patch. Riesig, 7,5 GB. Ich glaube, so einen großen Patch habe ich das letzte Mal bei GTA gesehen. Bei GTA Online, wo sie alles eingefügt haben. Dann hättest du meinen letzten Patch von Final Fantasy Online sehen müssen, 11,8 GB. Ich musste, ja gut, ich musste bei meinem Handy, als ich auf dem Handy die Patch Notes durchgelesen habe, wirklich 13 Mal scrollen, um alles zu lesen. Das ist unglaublich, was die alles gefixt haben. Ich finde es toll, dass mal ein Entwickler so viel Arbeit wirklich in sein Spiel noch reinsteckt nach dem Release. Ja gut, aber ich sag mal, bei The Crew ist es ja auch so. Also es sind nicht viele, da gebe ich dir recht, also es sind wirklich nicht viele, die halt sehr große Patches einbringen oder sehr, sehr viel Arbeit noch investieren in alte Spiele. Aber es gibt auch Ausnahmen. Na? Hey, ich finde das halt schade, dass viele Leute das nicht einsehen mit den Patches. Beziehungsweise nicht erkennen, wenn ein gutes Spiel gut ist und nicht die Arbeit von den Entwicklern wertschätzen. Also, wieder ein Update. Aber was heißt hier alt? So alt ist das Spiel doch gar nicht. Naja, aber es ist halt... Ja, The Crew ist jetzt seit wann? November? November. Nach einem halben Jahr zu alten Spielen. Ja gut, nein. Also würde ich jetzt nicht behaupten. Ja. Laut Markt sind sie überall runtergesetzt und zählen. Ja, laut Markt. Wenn wir jetzt laut Markt gehen, dann kaufe ich mir ein Spiel und sobald ich aus dem Laden gehe, ist es auch alt. Das ist ja Quatsch. Das ist ja total Quatsch. Ein altes Spiel ist erst dann alt, wenn es, sag ich mal, ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ja, also das ist meine Meinung. Ne? Aber alt, wie gesagt, da kann ich, wenn ich da nach deiner Meinung gehe, René, also da muss ich dir, wie gesagt, widersprechen. Und da sind wir ja Thema, deswegen machen wir auch Boxenstopp. Oi, tschüss, Jungs! Geht mir nicht auf den Geist, dann haut mich da weg, unglaublich. Dann ist es meiner Meinung nach, ist es wirklich so, sobald ich ein Spiel kaufe oder aus dem Laden gehe, ist es alt. Weil du kriegst eh nur, sobald du, sag ich mal, 60 Euro Spiel kaufst und aus dem Laden gehst, kriegst du es eh nur noch für 30 verkauft. Ist so. Das ist genauso wie Autos. Was ich damit jetzt meinte, früher gab es ja auf PlayStation 1 und PlayStation 2 ja noch diese Platinum-Editionen. Und man sagt, heutzutage ein Spiel, wenn es ein halbes, dreiviertel Jahr alt ist und man sich holt, ist es schon ein Platinum-Spiel, was kaum angeblich noch einer spielt, vor allem wenn es im Online-Modus hat. Ja, ist muss ich sagen, bei Battlefield 4, das wird heute noch gesuchtet, wie blöd. Ja, aber klar, ist halt ein Platinum-Spiel, wir reden aber nicht von Altern. Ne? Ja, wir reden halt einfach nur drüber, dass die Entwickler sich. Auch wenn das Interesse schon so ein bisschen nachgelassen hat, vor allem bei The Crew haben ja viele gesagt, das spielt ja eh nicht noch. Die Entwickler sich weiter Mühe geben, weil bei The Witcher zum Beispiel, das DLC Wild Run. The Witcher. Bei The Crew. Ich mal ganz kurz unterbrechen. Ja, warum sind wir nur zu dritt? Wo ist denn der Vierte? Wo ist der Herr liebe Hardstyler? Der ist nicht damit zurechtgekommen. Er ist nicht damit zurechtgekommen, dass du ihn lieber abgeschoben. Es wäre nett, wenn ihr warten würdet. Ja, machen wir. Okay. So. Oh Mann. Da hinten kommt er schon. Jo. So. Kann mal Gummi geben wieder.
Ich werde noch ein paar Mal heute mit Pascals Stoßstange konferieren. Konferieren vor allen Dingen. Achso, im Übrigen, ja, die Leute, die jetzt sich fragen, wann wir das aufnehmen, das nehmen wir auf, nachdem wir auch The Crew gestreamt haben und wo ich Vanishing of Even Carter in der Let's Play Live Show gezeigt habe. Ja, deswegen sind wir doch beim Thema Konferieren. Also, lieber Herr Van Amroth, schildere uns doch mal bitte, was bedeutet denn Konferieren? Um den Konvertieren, aber nicht konferieren. Voll und ganz zu verstehen, muss man zuerst Folgendes machen. Man geht in den Laden, holt sich eine Flasche braunes Wasser. Boah, sorry. Okay. Und versucht dann, während man im Rennen hinten liegt, zu sagen, man wolle sich konzentrieren. Und daraus wird, ich muss mich konferieren. Aha. Jetzt sind wir einen Meter klauen geworden. Ja, einen Meter vor allen Dingen. Zur Info, aber, für alle, die das gucken, es ist jetzt 1 Uhr morgens. Der liebe Arztzeile schreit rum. Genau. Ja, einige was? Haben einen in der Krone. Einige? Ja. Du sollst dich von dich auf andere Meter schieben. Ja. boah, ich finde das voll geil, mit dem Mercedes zu fahren, ohne Scheiß. Ich finde das heißt immer nicht einen in der Krone, wir haben nur einen Patch gezogen. Genau, wir haben einen Patch gezogen, genau. Lass uns mal wieder zum Themengebiet kommen. Ein Patch, der die Reaktionszeit verzögert. Aber was findet ihr denn, sag ich mal, was ist denn so eure Meinung? Was findet ihr denn bei Patches besser? Würdet ihr euch bei Patches wünschen, dass die Spiele dann besser laufen? Oder würdet ihr euch auch wünschen, dass bei Patches vielleicht das, was vielleicht was Neues hinzukommt? Naja, tschüss! So, es gibt bei, es gibt bei Spielen ja immer mal was sich die Zuschauer wünschen, was irgendwie fehlt. Beispiel The Witcher, wo sie jetzt durch diesen Patch das Inventarsystem grundlegend überholt haben, so dass man sich besser zurechtfindet, dass das Inventar nicht dauernd überfüllt ist, und das war ja das, was die Spieler sich gewünscht haben. Von daher so ein Mix aus beiden. Das ist einfach, wenn man merkt, man hat Framerate-Einbrüche oder sowas, dass die Performance verbessert wird, dass Spielprobleme, Bugs gefixt werden, und wenn halt wirklich genug Feedback da ist, dass die Leute sagen, wir wollen irgendwie so und so ein Feature, dass man auch mal sich die Mühe macht, was zu verändern im Game. Ein bisschen langsamer fahren. Im Patch sollte doch Neuerungen bringen, Verbesserungen bringen. Sinnvolle Verbesserungen und nötige Neuerungen. Ja, so wie es zum Beispiel auch bei The Witcher jetzt war, mit denen sie ändern ein bisschen die Bewegung vom Hauptcharakter. Genau, dass es nicht so starr ist. Das ist toll. Ich verlange vom Patch keinen zusätzlichen Inhalt wie nochmal 5 Stunden Story oder so dazu. Das ist vom Patch nicht zu erwarten. Das ist ja nicht so, wenn ich Windows 7 auf dem Rechner habe, dass ich dann Patch bekomme und habe dann Windows 8 drauf. Was zwei unterschiedliche Betriebssysteme das sind. Das erwarte ich vom Entwickler nicht, weil die stecken schon viel Geld und Mühe in Patch rein, was ihnen ja eigentlich gar keinen Profit mehr einbringt in dem Sinne, weil das Spiel ist ja schon am Mann verkauft. Die Patch soll ja auch keinen Profit bringen, das hat einfach nur das Spiel verbessert. Das ist meine Meinung. Ja. Ja, ja gut, aber es gibt halt auch viele, die sagen, schon wieder eine Update-Datei, die ich ziehen muss, was bringt mir das, ich will endlich das und das, vielleicht neue Quests haben, bla bla bla. Die meckern dann noch. Ja, aber... Aber was verlangen die Leute denn? Weißt du? Eben. Weil ein Spiel muss verbessert werden, auch wenn es Fehler hat. Klar, dafür zahlen die Leute, aber die können nicht verlangen, dass da gleich ein kostenloser DLC rauskommt. Ne, das gibt aber eben leider ein paar, die das tun. Richtig. Ja, dann sind diese Leute vielleicht falsch informiert. Ja, eben. Wo du das Thema Zahlen ansprichst, möchte ich auch noch ein kleines Thema dazwischen werfen. Viele Leute sind ja der Meinung, ich brauche für ein Spiel nicht zu bezahlen, 60 Euro sind zu überteuert. Wo ich ehrlich sage, 60 Euro für ein Spiel, wenn es gut gemacht ist, wie bei The Crew zum Beispiel, zahle ich das gerne. Und ich mag das nicht, wenn Leute eine Next-Gen-Konsole haben und mein, ja, ich hau mir jetzt ein Custom-Betriebssystem drauf, hab eine gecrackte Version und kann mir ganz einfach die ISOs aus dem Internet runterladen, klatscht sie auf meine Konsole drauf und kann sie umsonst zocken.
Das finde ich scheiße. Vor allen Dingen, die PCler, die zahlen ja weniger, aber bedenkt mal, die Hardwarekosten, die sie dafür ausgeben, jedes zweite Jahr. Jedes zweite mittlerweile jedes Jahr. Ja, ich habe das jetzt wir wieder zahlen durch... dafür einmal 400 Euro und damit hat es getan. Ja. Ja. Wo ich sag, ich habe das jetzt von, ich spreche es nicht genau an, einem Bekannten geschrieben, der hat sich die PS3 und PS4 geholt. Das erste, was er gemacht hat, hat sie zum Kollegen gebracht, hat sie sich chippen lassen, Custom-Betriebssystem drauf. Das ist scheiße, Wo ich ihn ehrlich gesagt heute die Freundschaft gekündigt habe. Banane, du hast vorhin angesprochen. Ja, ich habe eine Wii. Ich habe eine. Ein bisschen langsamer fahren. Tut mir leid, aber man sollte schon die Publisher unterstützen mit Geld. Ich finde es einfach die Ehrlichkeit, weil ich sag mal ganz ehrlich, guck mal, was bringt dir das? Sagen wir mal, auf der ganzen Welt würde das jeder machen. Da würden die Leute kein Geld, also die Entwickler, die Publisher würden kein Geld verdienen und es wird kein Spiel mehr irgendwann rauskommen. Die hätten nicht mal das Geld, um ein Spiel zu machen. Genau. Ja, das meinst du, warum es Kickstarter-Kampagnen gibt, um Indie-Spiele zu entwickeln? Ja. Die Sache kommt noch dazu. Wisst ihr, was so ein Spiel in der Entwicklung kostet? Ich nehme mal das Beispiel an Destiny. 500 Millionen. Ja. Ja. Jetzt überlegt euch, wie viele? 60 Euro das Spiel. Das Entwicklerstudio gewinnt gerade mal 30% daran. Der Rest geht an den ein Teil davon geht an Publisher, ein anderer Teil geht an den Händler. Marketing ist da noch mit drin in dem Spiel, was man kauft. PR, die müssen ja Werbung machen. Die wollen alle ihr Geld haben. Die müssen den Schmarrn auf den Messen bewerben. Das heißt, die müssen Messegelder bezahlen auf der E3, auf der Gamescom, auf Werbe. Allein der Werbespot, der lief im Fernsehen, bevor Destiny rauskam, hat schon mal weltweit Kohle gekostet. Hey. Aber Destiny, das wird auch richtig gut. Also was ich, ja gut, macht gut, gut. Moment, das mag sein. Bevor du jetzt lachst, ich habe mir den neuen Trailer angeguckt vom neuen Add-on und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tendiere dazu, mir das Add-on zu holen. Oh, ich tendiere dazu, mir auch das Spiel nochmal zu holen, bin ich ganz ehrlich. Weil das Add-on jetzt, damit überraschen sie, ganz ehrlich, wo ich das jetzt gesehen habe, mit dem Add-on, mit den Patches. Es kommen Nahkampfwaffen dazu, du hast ein Lichtschwert, du kriegst einen Lichtbogen, der materialisiert wird. Du hast ein neues Kampfsystem. Ist mir im Grunde scheißegal. Ja, da bist du wieder wer fährt denn da BMW? Ich nicht. Daniel. Keiner von uns. Also ich nicht. Also ich fahre immer. Ja, wir können mal ein bisschen gemütlicher fahren, Leute. Sollten mal ein bisschen. Ja, wir sollten uns mal ein bisschen sammeln. Ihr seid schon wieder 500 Kilometer vor mir. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass Destiny von Anfang an einer der größten Verarschen war, die es bisher gegeben hat. Ja gut, ich sag mal... Und wenn sie das jetzt versuchen rauszureißen, da sage ich nicht, jetzt schiebe ich euch aber die Kohle doch wieder in den Rachen. Nein, verarsche. Und wie das Spiel ist immer noch zwei Paar Schuhe. Weil verarsche, ob ich jetzt Leute verarsche, wie es am Anfang ist, ob es halt scheiße ist oder ob es halt wie es wird, ist natürlich zwei Paar Schuhe. Aber... ob das Spiel dann jetzt vielleicht doch noch mal besser wird, weil sie vielleicht neue Inhalte bringen, die besser sind. Nein, das habe ich auch nicht bezweifelt. Ganz ehrlich, ich bin einfach nur der Meinung, ganz ehrlich, dieses Spiel war von Anfang an nur dazu konzipiert, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Hat sich Activision gedacht, jo Leute, wir reißen die Story, die Grundhauptstory einfach in Teile und packen sie in die Season Passes rein, damit die Leute nochmal 35 Euro zahlen, um Daniel, was spielen zu können. Daniel, macht aber nicht nur Activision, das macht jeder. Das machen viele und außerdem ist es auch dann der Fehler von dem Publisher und nicht von den Entwicklern, weil eigentlich die Entwickler hatten auch eine ganz andere Idee bei Destiny gehabt. Hallo. Vielleicht haben die Leute auch einfach am Anfang nicht gecheckt, was sie für Fehler gemacht haben. Ja, aber lass mich mal ein bisschen langsamer fahren. Lass mich mal bitte ausreden. So. Ja, das genau. Problem ich hänge euch ziemlich am Arsch. Ich muss euch erstmal wieder einholen hier. Das Problem ist nicht der Entwickler. Weiß nicht, 5 Kilometer von mir voraus.
der Entwickler ist nicht das Problem, weil der Entwickler ist an den Publisher gebunden. Der Entwickler hat das Geld nicht alleine. Die mussten die Story. Und das macht nicht jeder Publisher. Das ist das erste und einzige Spiel, das ich bis jetzt je gesehen habe, wo die Hauptstory auseinandergepflückt wurde, damit die Leute sich die Season Passes holen. Sidequests von mir aus, klar, gern, das ist überall dabei. Bonusquests, neue Areale und so ein Schmarrn. Auch wenn es nur neue Waffen sind wie in Call of Duty, das ist mir scheißegal. Daniel ist weiter vorne. Okay. Ja, ich bin weiter vorne. Aber die Hauptstory, ganz ehrlich, das ist ja, das, was man im Trailer sieht. Das ist das, wofür man das Spiel kauft. Daniel, ich unterbreche dich jetzt mal, weil du steigerst dich gerade wo hinein. Die Folge Boxenstopp ist nicht lange. Wir brechen das Thema Destiny auch, würde ich jetzt so sagen, hier ab, bevor du noch ein Herz hast. Ja, weil, bekommst. Ja, ich sag mal allgemein einfach, sag ich mal, einfach nur Punkt. Jeder hat seine Meinung auch, wie gesagt, zu dem Thema Destiny. Ich finde, haben wir ganz gut auch durchgequatscht und wir sind ein bisschen vom Thema abgeschwiffen. Denn eigentlich wollten wir ja noch, wie gesagt, Patches, aber René hatte, glaube ich, noch irgendwas, nicht nur zu Patches, sondern noch zu was anderem, wollte er eigentlich noch kurz angesprochen haben, ne? Ja, die Produktpiraterie. Das ist auch so, viele sagen, viele quaken ja herum, DLC hier, DLC da. Müsst ihr es mal so sehen, der Entwickler macht Verluste durch die Produktpiraterie. Diese Verluste versucht er durch DLCs wieder einzuholen, damit dieses Unternehmen eine Serie oder halt ein Spiel weiterentwickeln kann. Sonst gehen die Gelder aus. Wie ist das? Zum Beispiel, Daniel hat vorhin mich ein bisschen angemeckert, weil wir besprechen hier vorher, was für Themen wir bereden. Ich habe mir eine gebrauchte Wii gekauft, die gebrauchte Wii war geflasht. Ich habe dich nicht angemeckert. Mhm. Ja, es ist toll, es ist bequem, man schiebt die CD rein und man kann das Spiel auf die Platte installieren. Ich habe aber jedes Spiel, was auf der Platte installiert ist, original im Keller liegen. Mhm. Das ist eine andere Sache, genauso wie bei Filmen. Ich habe eine riesengroße DVD-Sammlung. Die sieht keiner bei mir in der Wohnung, weil ich die komplett digitalisiert habe und auf eine Festplatte gezogen habe und die habe ich im Keller eingelagert. Die sind zu viel Platz weg. Das sind an die 5000 Filme, die ich habe. Aus Bequemlichkeit war es geil. Es ist aus Bequemlichkeit. Ich habe sie bei mir im Netzwerk eingespeist und kann mit dem Handy, mit dem Smart TV, mit dem Tablet, Laptop drauf zugreifen, auf jedem Medium den Film angucken, ohne dass er irgendwie ins Netz gestellt ist. Ja, aber auch in der Qualität. Auch in der Qualität. Das sind MP4-Dateien und ich glaube Iron Man, der erste Teil hat eine Größe von fast 7 GB. MP4 ist aber nicht schlecht. Aber ich bin ganz ehrlich, sag mal, jeder hat ja schon einen Film illegal irgendwie gesehen oder hast du nicht gesehen. Aber ja klar, aber. Das liegt aber auch meistens daran, ich glaube, das Thema hatten wir heute, glaube ich, auch im Stream gehabt, glaube ich. Und ich glaube, der liebe Herr Badanbrot und ich hatten, glaube ich, das Thema im Stream gehabt, und zwar, dass einfach nur die Leute deswegen auch illegale Filme vielleicht gucken oder runterladen, weil es einfach nur viel zu teuer ist, ins Kino zu gehen. Überleg doch einfach mal, wie viel du bezahlst für eine Kinokarte. Da bist du schon bei 7 bis 12 Euro locker dabei, an welchen Tag du auch immer gehst. Vier Leute, ne? Kinobesuch am Kinotag. Vier Leute Kinobesuch. Jeder eine Cola und eine Tüte Popcorn. Sind wir 120 Euro los. Ja, ganz locker. Was? Ganz na, 120 vielleicht nicht, aber du bist mit 50 bis 70 Euro bist du locker dabei bei vier Leuten. Ja, bei einem. Gut, ne? Ich weiß beim 3D-Film, weil 3D-Filme sind ja teurer. Ja, wir reden aber dann. Ja, aber wir reden aber dann von normalen Filmen. Dann wird die Cola auch nicht teurer. Ja, aber die Cola und Popcorn, überleg doch mal, was du für Cola und Popcorn bezahlst, je nachdem. 4-5 Euro bezahlst für Tüte Popcorn schon. Deswegen wird in Amerika so ein Hype drum gemacht, sein Essen ins Kino zu schmuggeln, weil da ist es ja noch teurer. Ja. Hey, wo seid ihr? Fahrt mal langsamer. Weißt du, da kannst du eine Spielzeugknarre ins Kino mitnehmen, da verstecken sie im Magazin Snickers. Ja, also das ist sowieso überteuert. Ich gehe eigentlich generell ungern ins Kino, ich habe mir das Geld zusammengespart, hab mir eine Heimkinoanlage zugelegt und ich warte lieber, bis der Film auf Blu-ray draußen ist, weil ich das ganz ehrlich, in dem Blu-ray-Film kann ich ganz kurz Pause machen, kann pinkeln gehen, kann eine rauchen gehen, kann mir was zu trinken holen und hol mir ein Mikrofon Popcorn. Jo.
aber trotzdem ist das für auch für die Filme. Ja, aber dieser Film kostet. Guckt euch allein mal die Kosten von Avatar an, Aufbruch nach Pandora. Was hat der Film gekostet? 240 Millionen oder so. Aha, das muss ja irgendwie wieder sowas eingebracht werden. Hat ja aber ja auch über 1 Milliarde eingebracht. Ja. Ja, aber dafür ist er gut. Ja. Ich finde es nur lustig, als ich das jetzt mal im Kino war, hat wirklich eine eiskalt neben mir das Stativ aufgebaut. Kamera drauf, das ist die Kamera. Und hat angefangen, den Film mit aufzunehmen. Ja, das ist ein Arschloch. Nee, ich hab dann. Ja, weil dieser Mensch halt nicht akzeptiert, was dieser Mensch, der den Film rausgebracht hat, geleistet hat. Ja, das ist es. Es ist ein Spiel, ist genauso, es ist Leistung, das ist Arbeit. Ich war in einer Entwicklerstudie, ich komme aus der Nähe Frankfurt, und Frankfurt sitzt Crytek. Ich war damals dort, als Crysis 2 entwickelt worden ist. Die Leute arbeiten teilweise 3 Schichten. Damit es zum Release-Termin, wie der Publisher es will, ja, fertig ist. Ja, die arbeiten ja, gut, aber unter so einem Druck. Da haben so viele Leute Burnout. Da muss man auch wieder sagen, ein guter Publisher lässt dem Entwickler die Zeit, wo er sagt, die er braucht, damit das Spiel perfekt wird. Ihr wisst, wer der Publisher von... Ja gut, das ist richtig, klar. Ja, klar. Aber ich sag mal, das ist genau dasselbe, als wenn wir jetzt irgendwo im Werk arbeiten würden und sagen, immer, das muss fertig werden bis da und da, das Werkstück oder aber, so. Aber wisst ihr auch, ob es ein Crysis 4 gibt? Crysis 4 gibt es nicht. Ja, also. Ist Crytek nicht pleite? Ja, Crytek hat die Büros geschlossen. Ja. Echt? Ja. Crytek Büros sind nicht mehr da. Ich bin vor ein paar Wochen dran vorbeigefahren. Da steht ein riesengroßes Schild, Büroräume zu vermieten. Crysis war geil. Crysis 3 hat nicht so viel Kohle eingebracht, wie es ist nicht gut angekommen. Ja. Echt nicht? Nein. Nein? Das war. Mir hat's gefallen. Ich hab. Crysis 3 war das einzige, was ich durchgezockt habe, und ich fand das richtig geil. Ich habe 1, 2 und 3 gesuchtet, sie haben mir sehr gut gefallen. Ich fand ja, 1 und 2, das hat mein PC nicht gezogen, sonst hätte ich es auch so durchgezogen. Nee, aber das ist es. Das sind diese Entwickler zum Beispiel auch Flexis Lieblingsspiel TDU, der Entwickler hat auch zugemacht. Ja, hat aber wieder aufgemacht, Ian Games hat wieder aufgemacht und die entwickeln auch wieder ein Rennspiel. Aber da muss ich nochmal ganz kurz erwähnen, auch schon kurz vor der damit wir mal wieder beim Thema sind hier mit Patches und so, waren wir ja gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, damals bei TDU, was waren wir damals gallig auf die ganzen Patches. Das gibt's gar nicht, wie viele Verbesserungen. Das ist genauso wie bei The Crew jetzt. Es gibt dann halt die Verbesserung vom Spiel. Du hast dann halt, dass das Spiel flüssiger läuft, dass sie halt vielleicht die Grafik noch verbessert, die Fahrverhalten der Fahrzeuge. Dann kriegst du mit dem Patch sogar neue Fahrzeuge. Du kriegst neue, damals bei Test Drive Unlimited war es ja so, dass du Gebäude bekommen hast. Zum Beispiel hier einen neuen Einkaufsladen für Motorräder kam damals. Weil du bist ja mit dem Avatar da reingegangen und konntest Motorräder kaufen, Autos kaufen, konntest dich ja frei bewegen. Und das war so geil, wir haben wirklich immer drauf hingefiebert, dass der neue Patch kommt. Und ich sag mal, dasselbe Gefühl habe ich jetzt bei The Crew auch. Ne, weil da reizen mich Patches halt auch daran, ne? Dass wirklich, das Spiel nochmal umso besser wird und nochmal umso schöner und flüssiger und besser läuft. Ne? Na, dazu muss ich sagen, wenn die Patches angekündigt werden, gibt es eine gewisse Heulsuse in manchen Foren, die einen den Patch richtig madig machen wollen und herumflamen. Ja. Ganz ehrlich, ich finde, auch wenn Patches, die Leistung verbessern, die einfach Fehler beheben, selbstverständlich sind, sowas ist nicht selbstverständlich und deswegen sollte man sowas halt auch besonders noch honorieren sein. Ganz ehrlich. Aber ich muss jetzt noch mal kurz eine Kleinigkeit was ansprechen bezüglich Season Pass und das Ganze. Der Season Pass von The Crew hat 20€ gekostet. Die Inhalte, die mittlerweile geliefert worden sind, das Auto, was wir hier fahren, den SLR, das ist Season Pass-Inhalt. Es gibt so viele Autos, die wir bekommen haben per Season Pass. Wir bekommen das Add-on Wildrun. Es kommen noch mehr. Es kommen jetzt jeden Monat, kommt jetzt bis zum Wildrun, kommen jetzt jeden Monat ein Auto.
Können wir ein bisschen langsamer fahren? Musst du aufs Klo? Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt. Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um jetzt die Folge nämlich kurz zu beenden. Und wir machen in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen, nochmal ganz kurz, schneiden wir nochmal das Thema DLC an und dann fangen wir an mit einem neuen Thema. Dann würde ich sagen, geht's dann hier spannend weiter, oder? Hast du noch was zu sagen? Ja. Sascha? Ja. Ist dein Ratatata getradet, Mark? Bitte was? Ist dein... dieses Dings da. Wisst ihr was? Wir machen das, wir diskutieren und sprechen das in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge Boxenstopp. Also, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.